In questo video vedrete il ventriloquo Sacha Grammel e il suo pupazzo, la tartaruga Josie, intrattenere il pubblico con un divertentissimo sketch comico, in cui Josie si finge un bancomat e chiede a Sacha di essere utilizzato per un prelievo in contanti. In realtà la tartaruga Josie vuole impossessarsi della carta di credito di Sacha e della sua password. Questo video ve lo mostrerò due volte, ed anche se fa parte della serie Ascolto Passivo, in cui di solito non inserisco sottotitoli e traduzione, in questo caso verranno inseriti nel primo filmato. Diese Geldausgabeautomat und werde sie jetzt durchschnittlich. Mein Name ist Josie. Ich bin der erste interaktive Geldausgabeautomat und werde sie jetzt durchschnittlich. Ja. Toll, ne? Ja. Ja. Toll, ne? Ja. Sagen Sie 1, wenn Sie Geld abheben möchten. Sagen Sie 1, wenn Sie Geld abheben möchten. 1 für Geld abheben. 1 für Geld abheben. Oh. Sagen Sie 2, wenn Sie Ihren Kontostand abfragen möchten. Sagen Sie 2, wenn Sie Ihren Kontostand abfragen möchten. 2 für Kontostand. 2 für Kontostand. Ja. Und sagen Sie 3. Ja. Und sagen Sie 3. Jetzt werden Sie noch nicht komisch. Jetzt werden Sie noch nicht komisch. Nur mitgedacht. Sagen Sie drei! Wenn Sie sich mit einem unserer freundlichen Kundendienstmitarbeiter verbinden lassen wollen. Ja. Verstanden? Ja. Okay. Ja. Verstanden? Ja. Okay. Tätowieren Sie jetzt. Ja. Und das kann man also wählen, 1, 2 oder 3. Das Tolle an der Geschichte ist, egal in welcher Reihenfolge, sagen wir mal, man würde zum Beispiel. Alles in Ordnung? Bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Alles in Ordnung? Bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Warum? Ist ein Testlauf. Okay, ich mach's ganz einfach. Sagen wir zum Beispiel mal 1, ja? Warum? Ist ein Testlauf. Okay, ich mach's ganz einfach. Sagen wir zum Beispiel mal 1, ja? So, Sie möchten sich mit einem unserer freundlichen Kundendienstmitarbeiter verbinden lassen. Nein, ich habe 1 gesagt. 20 Euro, wenn Sie 3 sagen. Nein, ich habe 1 gesagt. 20 Euro, wenn Sie 3 sagen. Nein, ich möchte eins. Warum? Ich möchte Geld abheben. Warum?
weil ich Geld brauche. Wofür? Warum? Weil ich Geld brauche. Wofür? Das möchte ich jetzt so hier nicht sagen. Das möchte ich jetzt so hier nicht sagen. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Was machen Sie da? Ich rechne. Was machen Sie da? Ich rechne. Warum dauert das so lange? Windows. Warum dauert das so lange? Windows. Habt ihr auch einen PC? Habt ihr auch einen PC? Bitte stecken Sie jetzt Ihre EC-Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz. Bitte stecken Sie jetzt Ihre EC-Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz. Nicht da unten, Sie Ferkel! Wo dann? In der Mitte. Nicht da unten, Sie Ferkel! Wo dann? In der Mitte. Andersrum! Andersrum! Mit den Magnetstreifen unten rechts. Mit den Magnetstreifen unten rechts. Von Ihnen aus oder von mir aus? Von mir aus, scheißegal! Von Ihnen aus oder von mir aus? Von mir aus, scheißegal! Ich mache das manchmal auch hier an der Tankstelle, mache ich das falsch, und dann gibt es ja manchmal diese Aufkleber. Ich mache das manchmal auch hier an der Tankstelle, mache ich das falsch, und dann gibt es ja manchmal diese Aufkleber. Sie reden sehr gerne, ich wahr? Sie reden sehr gerne, ich wahr? Vielen Dank, ein Moment, der Auftrag wird da. Vielen Dank, ein Moment, der Auftrag wird da. Ich nehme stark an, Sie rechnen. Ich stecke fest. Ich nehme stark an, Sie rechnen. Ich stecke fest. Wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen darf. Ja? Wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen darf. Ja? Wo wollen Sie überhaupt hin? Ich muss schauen, ob Sie auch genug Geld haben. Wo wollen Sie überhaupt hin? Ich muss schauen, ob Sie auch genug Geld haben. Entschuldigung, aber sehe ich aus wie ein Betrüger? Sehe ich aus wie ein Geldautomat? Entschuldigung, aber sehe ich aus wie ein Betrüger? Aber muss ich jetzt noch irgendwas eingeben? Ja. Sehe ich aus wie ein Geldautomat? Was? Die Geheimzahl. Muss ich jetzt noch irgendwas eingeben? Ja. Was? Die Geheimzahl. Die Geheimzahl. Ja. Die Geheimzahl. Ja. Wie gebe ich dir ein? Was? Wie gebe ich dir ein? Was? Ich dachte, wegen der Geheimzahl. Warum flüstern Sie denn so? Kann ich nicht auch ins Ohr flüstern? Okay.
kein Ohr. Kann ich nicht auch ins Ohr flüstern? Hab kein Ohr. Kann ich nicht auch flüstern? Von hier aus. Kann ich nicht auch flüstern? Von hier aus. Ich wiederhole. 1, 4, 3, 5. Nein, 4. Zack. Ja. Nochmal gehen. Ich wiederhole. 1, 4, 3, 5. Nein, 4. Zack. Ja. Nochmal gehen. 1, 5, 4, 3. Nein, 4, 5. 2, 3, 5. Ja. 1, 5, 4, 3. Nein, 4, 5. 2, 3, 5. Ja. Ihre Karte wird eingehalten. Ihre Karte wird eingehalten. Ora proviamo ad ascoltare di nuovo quello che si dicono Sasha e Josie senza i sottotitoli in tedesco, ma solo con la traduzione in italiano. Quindi, mentre ascolteremo loro che parlano in tedesco, noi mentalmente leggeremo la traduzione in italiano. Mein Name ist Josie, denn der erste interaktive geht aus gerade Automat und werde sie jetzt durchs Nimmel führen. Ja. Toll, ne? Ja, ja. Sagen Sie 1, wenn Sie Geld abheben möchten. 1 für Geld abheben. Ja. Sagen Sie 2, wenn Sie Ihren Kontostand abfragen möchten. 2 für Kontostand. Ja. Und sagen Sie 3. Jetzt werden Sie doch nicht komisch. Nur mitgedacht. Sagen Sie 3, wenn Sie sich mit einem unserer freundlichen Kundendienstmitarbeiter verbinden lassen wollen. Ja. Verstanden? Ja. Okay. Bitte wählen Sie jetzt. Ja. Und jetzt kann man also wählen, 1, 2 oder 3. Das Tolle an der Geschichte ist, egal in welcher Reihenfolge, sagen wir mal, man würde zum Beispiel, alles in Ordnung? Bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Warum? Ist ein Testlauf. Okay, ich mach's ganz einfach. Sagen wir zum Beispiel mal 1, ja? So, jetzt haben... freundlichen Kundendienst, ne, da hat er verdienen lassen. Nein, ich habe 1 gesagt. 20 Euro, wenn Sie 3 sagen. Nein. Nein, ich möchte 1. Warum? Ich möchte Geld abheben. Warum? Weil ich Geld brauche. Wofür? Das möchte ich jetzt so hier nicht sagen. Okay. Einen Moment, bitte. Was machen Sie da? Ich rechne. Warum dauert das so lange? Windows. Habt ihr auch einen PC? Bitte stecken Sie jetzt Ihre EC-Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz. Wo dann? In der Mitte. Andersrum! Mit dem Magnetstreifen unten rechts. Von Ihnen aus oder von mir aus? Von mir aus, scheißegal. Ich mache das manchmal auch hier an der Tankstelle, mache ich das falsch, und da gibt es ja manchmal diese Aufkleber. Sie reden sehr gerne, nicht wahr?
Beauftragte da. Ich nehme stark an, Sie rechnen. Ich stecke fest. Wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen darf. Ja? Wo wollen Sie überhaupt hin? Ich muss schauen, ob Sie auch genug Geld haben. Entschuldigung, aber sehe ich aus wie ein Betrüger? Sehe ich aus wie ein Geldautomat? Aber muss ich jetzt noch irgendwas eingeben? Ja. Was? Die Geheimzahl. Die Geheimzahl. Ja. Wie gebe ich dir ein? Was? Wie gebe ich dir ein? Was? Die Geheimzahl. Warum flüstern Sie denn so? Kann ich nicht auch ins Ohr flüstern? Hab kein Ohr. Kann ich nicht auch flüstern? Von mir aus. Ich wiederhole. 1, 4, 3, 5. Nein, 4. Sag ich ja. Nochmal gehen. 1, 5, 4, 3. Nein, 4, 5. 2, nein, falsch. Ja. Ihre Karte soll einhalten.